Moinsen, Servus, willkommen zurück bei Harry Potter und die Jagd nach den Hauspunkten. So, wir haben uns mal wieder in unserem Hub, dem Gemeinschaftsraum, gut ausgeruht und werden jetzt auf die Ländereien gehen und gucken mal, was wir da so an Schabernack anstellen können. Vielleicht kriegen wir auch ein paar neue Quidditch-Spiele zugesicht. So. Holla. So, endlich können wir hier ausrasten. Wie geil. Her mit dem Ding. Wen haben wir denn hier? Jocunda Sykes. Auch irgendeine Quidditch. Nee, nee, nicht Quidditch, sondern die hat irgendwie den Atlantik mit einem Besen überflogen. Das ist so Emilia Earhart-mäßig auf Wish bestellt mit Zauberei. Keine Ahnung. Was kannst du noch Hast du mal? Lust auf einen Ha- Was verkaufst du denn? Ich habe Mega-Power-Rinde, allerbester Qualität und ohne Borkenkäfer. Ich will aber mit Du musst Borkenkäfer. es wissen, Harry. Ich will mit Borkenkäfer. Ich glaube, das hatten wir auch schon hier. Yes. Wir wollen jetzt hier Hast du eigentlich noch. Lust auf einen Handel? Nee. Was wir machen können. Da oben war, glaube ich, ein Elastofeld, wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es nicht mehr. 100 Pro. Die Reben verschwinden auch beim ersten Mal. Das ist sehr interessant. Anders als so ein Schleimer, die bleiben. So dieses Ektoplasma-Zeugs. So, man kennt's. Da hinten muss ich auch noch hin. Ach, das ist eine Druckplatte, ich Dulli, ne? Da muss man raufjumpen. Ah, so, seh. Jetzt ergibt hier nämlich auch dieses Sprungfeld hier Sinn. Alter, wir kassieren ganz schön ein, ne? Heftig. So, wen haben wir denn hier? Dunbar Oglethorpe. Das sieht nach Quidditch aus. Oglethorpe, ja. Boing. Das macht Spaß. So, einmal noch. Ja, sehr cool. Gut, dann gucken wir mal nach Quadratsch. Geht bei euch was Neues? Tut mir leid, Herr. Tut mir leid, Junge, aber mein Lager ist leer. Kommt Wie konnte später noch ich nur einmal vorbei. vergessen? Ravenclaw, let's Irgendwann zum go. Ein wunderbarer Tag für ein Quidditch-Spiel. Regen oder Sonne, Tag oder Nacht, Let's Punkte Wurmklumps auf sammeln. dem Spielfeld oder Ghule auf den Tribünen. Nichts und niemand kann die Leute von einem Quidditch-Spiel fernhalten. So ist es, Lee Jordan. Der Platz ist vorbereitet, die Quaffel sind poliert, die Klatscher brummen. Das Spiel kann beginnen. So, Gönnung, wo ist das Ding? Wir wissen alle, was das ist. Der Schnatz! Da kommt der Super von Gryffindor! Da kommt der Super von Ravenclaw! Hey, noch mag dich! So, schneller! Da kommt ein Klatscher! Schnapp dir das Ding! Der Ravenclaw-Super hat den Schnatz im Blick und hat sich nicht angeschaut! Dieses Kickboxing ist einfach zu geil. Wir konnten dem Klatscher dieses Mal ausweichen! So, gut machst du das. Hin vor. Das Gryffindor-Team nähert sich dem Schnaps. Yeah. Und er fängt zum Todesstoß an. Ich habe noch nie jemanden so fliegen sehen. Harry Potter nähert sich dem Schnaps. I need it. Das ist der helle Wahnsinn. Lass dich nicht abhängen. Da kommt der Sucher von Ravenclaw. Wieder knapp vorbei. Hinter dir! Der Sucher von Ravenclaw schießt auf den Schnatz. Ich habe ihn. Jawohl. Ausgezeichnet. Oh, 1630, das ist nicht so gut. Da geht mehr, ne? Gryffindor gewinnt. Kannst du mal versuchen, aber ich glaube, das wird immer schwieriger. Lee Jordan wünscht einen schönen Abend. So, nochmal. Ich hätte gern lieber 160 zu 120. Ja, so wie hier.
Vielleicht kriegen wir das hin. Mal gucken. Ein wunderbarer Tag für ein Quidditch-Spiel. La, 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 Regen oder Sonne, la, 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 Tag oder Nacht, la, 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 Hortcrux auf dem Spielfeld la, la, oder Ghule auf la, den Tribünen. La, 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 nichts und la, niemand kann die Leute la, von einem Quidditch-Spiel la, la, fernhalten. Der Platz ist vorbereitet, die Quaffel sind poliert, die Klatscher brummen. Das Spiel kann beginnen. Let's go. Schnapp. Ist halt auch so ein bisschen sehr RNG gelastet. Da kommt der Super von Gryffindor. Der Klatscher. Da kommt der Super von Ravenclaw. Mit dir. Schnapp daneben. Go get this bread. Oh, das war knapp. Da kommt ein Klatscher. Oh. Der Ravenclaw Super hat den Schnatz im Blick und lässt sich nicht abschütteln. Nobody gives a fuck. Weasley blockt noch einmal meisterhaft. Weasley, Ehre. Alter, gegeben. Der Hüter taucht ab und hält den Quaffel. Aber 20. Nimm dich vor dem Platz ein, halt Harry. Mega RNG-basiert. Oh Gott. Das ist der helle Wahnsinn. Da bin ich, da bin ich. Da kommt der Super von Ravenclaw. Der Super von Ravenclaw schießt auf den Schnaps zu. Die Zuschauer sind außer Rand und Band. Los, Harry Potter! Der Ravenclaw-Super hat den Schnatz im Blick und lässt sich nicht abschütteln. Er hat den Schnatz erwischt. Gryffindor gewinnt. Egal. Lee Jordan verabschiedet sich für heute. Bis zum nächsten Mal. Können wir vielleicht so lassen. Sonst dauert das zu lang für das Let's Play. Wir haben immerhin Punkte drauf, also. Wir haben Punkte drauf. So, was geht hier? Aha, hinten geht's noch hierzu. Nee, du hast um Müll. Wie wäre es mit einem kleinen Handel, Harry? Was verkaufst du denn? Ich habe Flubberwurmschleim von allerbester Qualität. Geh weg. Du hast das Geschäft deines Lebens verpasst, aber du musst es ja wissen. Ja, ich weiß es. Ich weiß es. So. Tut mir leid, ich habe gerade meine letzte Ware verkauft. I don't give a shit. Das ist das Gewächshaus. Es ist immer so warm hier drin. Tja, Ari, warum ist das wohl so? Gnome ist weg, ne? Sad. I cry every time. Ja, chillt. Was war hier nochmal? Achso, ja. Weg hier. Wir müssen hier eigentlich nie wieder hin. Ich gucke immer so für den Fall, dass ich zu doof war, aber ich bin deswegen doof. Also, wer bist du denn? Aua! Pass doch auf, wo du hintrittst! Schon mit Absicht. Hä, wo kommen die denn her, Alter? Da bin ich doch damals beim Tutorial quasi angekommen. So, jetzt rein, ab zur Punktauswertung. Hier ist die Eingangshalle. Ich hab Angst. Ich hab richtig Angst, ey. Hallo, Humora! Alter, ey. Nein! Ohne Witz. Diese 10 Punkte von, Dingens, ne? Die 10 Punkte von Slavic, die mir McGonagall abgezogen hat, ne? Hallo, die alle so zusammen. Gebracht jetzt, ne? Es ist wieder mal Zeit für eine Hauspunkte-Auswertung. Scheiße. Mal sehen, welches Haus diese Woche in Führung ist. Ich hätte auch mehr beim Quidditch mich anstrengen können. Sieht ganz so aus, als sei Slytherin in Führung. Du kannst dich auf den Weg in den Belohnungsraum machen, Draco. Wie oft lag ihr denn schon beim Kampf um den Hauspokal vorne, die letzten Potter? Male? Vielleicht habt ihr ja beim nächsten Mal mehr Glück. Was ist das denn für ein revisionistischer Shit? Alter, Junge, komm mal hin, komm mal klar, ey. Die letzten Male nur. Ich könnte mich so in den Arsch beißen, ne? Hier findet die Hauspunkteauswertung statt. Ich könnte mich so in den Arsch beißen, ne? Na, egal. Hätten wir mit Elasto jetzt so richtig abgehen können.
Hey Harry, irgendwas hat die maulende Myrte total traurig gemacht. Sie ist noch trauriger als sonst? Ich konnte sie den ganzen Weg die Treppe hinab heulen hören. Und jetzt ist der Gang vor der Toilette wieder überflutet. Es ist doch niemand anders mehr angegriffen worden, oder? Alles kann passiert sein. Gehen wir nachsehen, was los ist. Let's go, Ron. Ich habe momentan nichts zu verkaufen. Komm später nochmal vorbei, dann ist mein Lager sicher. Oh, tut mir leid. Ich habe gerade meine letzte Ware verkauft. Los, Harry! Ich nehme Schnellweg, Alter. Halt's Maul mit deinen Treppen. Hallo, Lust ein wenig mit mir zu handeln? Bei dir gab's doch nur Müll, oder? Ja, ich hab Angst. Es tut mir leid, aber ich bin total ausverkauft. Ja. Tut mir leid, ich habe gerade meine letzte Ware verkauft. Nee. Wir speichern vorher mal, sicherheitshalber. Okay. Elasto! Ich komme, Ron! Was mach ich? Das sind so Reflexe, ne? Och nee, ey. Ich will das ganze Abwasser hier. Frechheit. Ich will nochmal gucken, ob McGonagall. Das ist seitdem so ein Reflex, sieht aber nicht so aus. Ich bin im Klassenzimmer für Verwandlungen. Chill. Das hat so einen Impact auf mich gemacht, weil ich das noch nie erlebt habe mit McGonagall, dass die da ist und die einfach Punkte abziehen kann. Hier ist Flitwicks Zauberkunst-Klassenzimmer. Weil ich so dumm war, um es zu ausprobieren. Egal, ich hab's in Kauf genommen. Wie sieht's denn hier aus? Meine Güte. Wer ist da? Will wieder jemand Sachen nach mir werfen? Jemand hat was nach dir geworfen? Ja, es liegt dort drüben. Vorsicht! Mein Dad hat mir gesagt, dass einige Bücher sehr gefährlich sein können. Sieht aus wie ein altes Tagebuch. Es gehört T.V. Riddle. Egal, wem das Tagebuch gehört hat, er hat es jedenfalls nie benutzt. Die Seiten sind leer. Hallo, Harry Potter. Ich heiße Tom Riddle. Ich bin in Hogwarts und furchtbare Sachen sind passiert. Weißt du etwas über die Kammer des Schreckens? Natürlich weiß ich von der Kammer des Schreckens. In meinem 5. Jahr wurde die Kammer geöffnet und das Monster hat ein Mädchen getötet. Ich habe denjenigen geschnappt, der die Kammer geöffnet hat. Er wurde von der Schule verwiesen. Ich kann es dir zeigen, wenn du willst. Ich kann dich in mein Gedächtnis von jener Nacht, in der ich ihn gefangen habe, hereinholen. Wow. Harry war fasziniert von den Erinnerungen Tom Riddles. Los, musst hier raus. Komm schon, in die Kiste mit dir. Es ist alles in Ordnung. Komm raus. Na endlich. Guten Abend, Rubius. Was machst du denn hier, Tom? Es ist aus. Ich glaube nicht, dass du jemanden töten wolltest, aber Monster geben keine guten Haustiere ab. Es hat nie keinen umgebracht. Das Mindeste, was Hogwarts tun kann, ist dafür zu sorgen, dass das Wesen, das das Mädchen ermordet hat, geschlachtet wird. Er war es nicht. Er wird's nie tun. Er nie. Geh zur Seite. Nein! Alter, erste Spinne folgen hier. Harry wusste schon immer, dass Hagrid eine Schwäche für riesige, monströse Kreaturen hatte. Aber er war sich auch sicher, dass Hagrid nie jemanden töten wollte. Mhm. Riddle könnte den Falschen erwischt haben. Vielleicht war es ein anderes Monster, das die Leute angegriffen hat. Wie viele Monster passen wohl in die Kammer? Wir wussten immer, dass Hagrid von der Schule verwiesen wurde. Und die Angriffe müssen aufgehört haben, nachdem sie ihn rausgeworfen hatten. Sonst hätte Riddle seine Auszeichnung nicht bekommen. Riddles Tagebuch. Es ist verschwunden. Was? Aber
Nur ein Gryffindor kann es gestohlen haben. Niemand sonst kennt unser Passwort. Stimmt. Töte dieses Mal. Lass mich reißen. Zerfetzen. Die Stimme. Ich hab sie wieder gehört. Du etwa nicht? Ich hab nichts gehört. Harry, ich glaub, mir ist eben ein Licht aufgegangen. Ich muss in die Bibliothek. Aber Professor McGonagall hat gesagt, wir müssten hier bleiben, außer wenn wir Unterricht hätten. Ich muss mit Hagrid sprechen. Wenn er das Monster beim letzten Mal freigelassen hat, weiß er auch, wie man in die Kammer des Schreckens kommt. Hagrids Hütte ist auf den Ländereien. Aber das weißt du ja, Harry. Mir nach, Harry. Okay. Wo ist eigentlich Percy? Hallo, Aurora! Das war schon geil gemacht, auch mit diesem Sepia-Filter wie im Film. Dass man das nicht in der Cutscene gesehen hat, sondern auch so ingame-mäßig. Es sind die kleinen Dinge, die zählen. Gibt's Percy hier oben? Ne, Percy ist gar nicht hier, okay. Keine Ahnung, wo es dahin geht. Jetzt die Frage, wenn ich woanders hinlatsche, ne? Werde ich dann von Lehrern entdeckt oder so? Ich darf ja die Schule nicht verlassen oder so. Ich hab ja gespeichert, ne? Alter, das mit den Hauspunkten, ne? Ich kann mich so in den Arsch beißen, ey. Am Ende zählt's halt wirklich. Geht es zu den Kerkern? Mal gucken, ob mich Snape Hops nimmt. Ich will wissen, ob das Spiel sich solche Sachen merkt. Weil eigentlich soll ich ja nicht raus, ne? Das wäre natürlich zu geil. Bin im Klassenzimmer für Zaubertränke. Ich sollte mich besser vor Snape in Acht nehmen. Hier ist er nicht, okay. Naja, wenn nicht, ist auch egal. Aber jetzt will ich so ein bisschen dieses Game exploiten, ne? So ein bisschen. Ich hab mir jetzt schon mit dem Bodenraum verkackt. Nee, hier ist er auch nicht. Vielleicht pennt er auch, ne? Vielleicht treffe ich den hier gar nicht. Sehr gut möglich, ne? Ach komm, scheiß drauf. Lass es hier auch verschwinden, Alter. Entschleime. Ja, Ron, du Ärmster. Dauernd musst du auf mich warten. Ich kann nichts dafür, das ist so mein innerer Schweinehund. Ja, mein Gott. Jetzt die Frage. Belastung. Gibt es hier draußen... Alter, jetzt gibt es wieder neuen Stuff hier. Ich wusste es. Hallo, Humora! Nachts gibt es einfach anderen Shit als tagsüber. Oh mein Gott. Hallo, Humora! Das ist so, als ob die Map gewechselt hätte. Die ist tagsüber nämlich eigentlich auch zu, ne? Geil. Tja, Ron, das nutze ich aber jetzt aus, sorry. Aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht die Herausforderung machen, oder? Nee, kann ich nicht. Alle Humora! Alle Humora! Geil, jetzt alles nochmal hier. Aber ich weiß ja, was hier ist, deswegen ist nicht ganz so schlimm. Ich komm ja schon. Hallo, Humora! Wenn es jetzt nochmal Bildkarten gibt, ne? Ach, schade. Zu sick. Zu nice. Da oben eine Truhe? I can't see, deswegen. Elastung! Nee, diesmal keine Truhe, dafür einfach
etwas. Oh nein, ey, Dulli. Jetzt wird gesoffen. Nochmal. Oh, oh. Und jetzt dahin. Ah, die sind jetzt zu, ne? Hoch kommen wir auch nicht mehr, ne? So, Ron. Aber geil, dass das jetzt nochmal einen Unterschied macht. Ich will Quidditch spielen. Ich will Quidditch spielen, Ron. Ah, scheiße. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Warte, geht hier noch irgendwas? Nee, ne? Hm, I see spiders. Psst. Ich habe jemanden, der Lucius Malfoy sehr ähnlich sah, in Hagrids Hütte gehen sehen. Üble Geschichte, Hagrid. Ganz, ganz üble Geschichte. 4 Angriffe auf Nichtmagier. Die Sache ist aus dem Ruder gelaufen. Als Mitglied des Schulbeirats muss ich einfach handeln und sie wegbringen. Weg? Wohin denn? Nicht ins Gefängnis. Nicht Azkaban. Ich fürchte schon. Schreckliche Angelegenheit, Dumbledore. Aber alle 12 Schulräte sind der Auffassung, es sei an der Zeit, dass sie einem anderen Platz machen. Von diesem Moment an sind sie beurlaubt. Wenn die Schulräte mich aus dem Weg haben wollen, Malfoy, werde ich natürlich abtreten. Nein! Allerdings werden sie feststellen, dass ich diese Schule erst dann endgültig verlasse, wenn mir hier niemand mehr die Treue hält. Wer immer in Hogwarts um Hilfe bittet, wird sie auch bekommen. Was das wohl heißt? Wenn jemand was herausfinden will, muss er nur den Spinnen folgen. Die bringen ihn auf die Spur. Das ist der Schlüssel zum Ganzen. Und das ist alles, was ich zu sagen habe. Los, komm jetzt, Hagrid. Schon gut, ich komm. Hagrid, der Ehrenmann. Ohne Dumbledore stecken wir wirklich in Schwierigkeiten. Jetzt wird es bestimmt jeden Tag einen Angriff geben. Sieh nur, da drüben. Sieht so aus, als wollten sie in den verbotenen Wald. Mhm. Aber bevor wir da reingehen, Ron. Alter, hier spammen jedes Mal neue, ne? Bevor wir da reingehen, Alter, wo sind die Schweine? Hat er die geschlachtet? Bevor wir da hingehen, Ron, würde ich mir gerne noch ein paar Bohnen kredenzen. Schweine broken. Schweine not available in this Tageszeit. So, Speicherbuch geht auch immer. Mhm. Tja, ui, mit Truhe. Hallo, Honora! Nur Bohnen bei nachts, schade. So. Geht das etwa in den verbotenen Wald, Mensch? Müssen wir immer so lost. Auf diesen Vorsprung kann ich nicht hinaufklettern. Er ist zu hoch. Ich helfe dir hoch, Harry. Du musst alleine in den verbotenen Wald gehen. Das ist so bescheuert, diese Ausrede, ne? Viel Glück, Harry. Jeder könnte sich mit Wingardium Leviosa gegenseitig hochheben, aber interessiert ja keinen, ne? Geil. Oh ja, der verbotene Wald, ich erinnere mich. Das wird geil. Oh, schieben. Oh mein Gott. Chill, 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 chill. So, hier genau, alle Wände beobachten. Oh no. WWF-Alarm. Greenpeace greift an. Defendo! Jo, so müsste das klappen. Defendo! Dankeschön. Vielen Dank. Elasto! So, wo führt das nochmal hin? Oh, hier runter. Okay.
Aber da habe ich nochmal heraus. Boah, geil, ey. Dieses Game, ne? Was ist hier denn für. Er hat hier geschichert. Ehre. Kliotne. Ist auch irgend sowas Älteres außer Mythologie oder so. Alter, geil. Warum? Wer hat hier gewaped, Alter? So. Scheiße. Ich Dulli. Ich kompletter Vollhorst. Wofür ist denn das erste nochmal? Probieren wir gleich mal aus. Auf diesen Vorsprung kann ich nicht hinaufklettern. Er ist zu hoch. Ich helfe dir hoch, Harry. Du musst alleine in den verbotenen Wald gehen. Viel Glück, Harry. Okay, okay, okay. Jetzt probieren wir nochmal aus. Das erste, was? Wo bringt mich das hin? Hey, das ist doch komplett retard. Mir fehlt der ganze Loot. Scheiß drauf. Okay, ich wollte nur wissen, wo das ist. Das ist die langweilige Abkürzung. Auf diesen Vorsprung kann ich nicht hinaufklettern. Er ist zu hoch. Ich helfe dir hoch, Harry. Du musst alleine in den verbotenen Wald gehen. Ja. Ist ja mal richtig sad, Alter. Das solltest du eigentlich. Viel Glück, Harry. Ich finde, diese Matte da vorne, die können sie einfach komplett rausstreichen. Da muss man halt eben herausfinden, wie es da funktioniert. Hier mit den Dingern. Ist dann halt so. Dass man hier sich mit Spinnen anlegt und so krass. Ja. Ich raff überhaupt nicht, warum es da dieses Feld gibt. Elasto! Das macht den ganzen Spielspaß kaputt. Die Findo! Hallo, Homora! Alter, wieder schöne Rinde kassiert. Bom. Die Findo! So, und das hat uns nochmal wohin geführt, hier runter. Alles klar. Aber das schaffe ich ja, genau. Das ist das Wichtigste, die Karte hier. Hallo, Hobo! Werde ich an der vorbeirasen hier. Ist ja lost. Nein, du sollst nicht da hoch. So, genau. Gut. Easy. Bescheuert. Komm her, du. Mir Schoki. Ach du Kacke. Wow. Defendo! Defendo! Oh Gott, die dreht sich auch noch. Defendo! Du Mistviech, ey. Defendo! Defendo! So, du Mistviech. Defendo! Defendo! Das juckt dir nicht so. Defendo! Alter, nicht für eine Sekunde oder so. Defendo! Oh, ich erinnere mich. Das ist fies. Oh shit. Rette mich, Gnom! Oh, da ist einer, der ist ein bisschen hängen geblieben. Aber der kommt gleich. Der kommt gleich. Gönnt euch, Alter. Was ist mit dem anderen? Der ist wieder hängen geblieben, oder? Naja, ihr könnt euch jetzt gönnen. Das gibt ein Bodenfest, ey. Den nehme ich schon mal. Einfach so Lumos, why not? Ja, gönnt euch. Ist lecker, ne? So richtig schön Meuchelpfanne. Hier haben wir auch noch welche. Oh, das macht ihr fein. Das macht ihr fein.
Och Leute, seid ihr stupid oder was? Ja, also. Warm, Junge. So, was machen wir mit dir? Soll ich dich mitnehmen? Die Reisen. Die Reisen des Gnomes. So. Ich glaube, den habe ich ein bisschen geschädigt. Was für ein Dreck, Alter. Was für ein Dreck. Gut. Dann steuern wir mal. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Hier ist ein super Punkt, um zu speichern. Komm mal her hier. Flipendo! Yeah, jetzt habe ich ihn sogar dahinter befördert. Oh, jetzt, pass auf, jetzt wirst du gleich... Flipendo! Nee, jetzt geht nicht mehr, aber er ist dahinter. Wie auch immer. Naja, was soll's. Vielleicht wird er von der Spinne gefressen. Flipendo! Ja, wie auch immer. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir uns mit Mr. Gnome und Mr. Spinne beschäftigen da hinten. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao.